Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop Jahr 2019 nach westlichen Astrologie. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo. Liebe Noala, ich grüße dich, das ist dein Jahreshoroskop. In diesem Bild erscheint dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. Das bleibt so stehen, weil das bedeutet, so waren die Sterne über dir in dem Moment, wo du geboren bist. Und das ist einzigartig, das bleibt auch, und es ist so einzigartig wie ein Fingerabdruck. Das ist dein Plan, der Weg, was deine Seele ausgesucht hat. Was aber verändert, das bist du. Und das bedeutet, hier startest du dein Leben mit deinem Aszendent, das ist der Geburtsmoment, und machst deinen Lebensschritte in 7 Jahren Perioden. Und diese Perioden wirken auch in diesen 7 Jahren, weil das sind die wichtigen Themen in dein Leben, das sind die wichtigsten Eindrücke, und nach 7 Jahren kommt ein Wechsel, kommt eine neue Periode. Du befindest dich gerade in der Tierkreiszeichen Zwillinge, du bewegst dich in diesem Boden Tierkreiszeichen Zwillinge. Das heißt für dich, du hast momentan viele Kontakte. Austausch, kleine Reisen, viele Veränderungen in dein Leben, viele Neuigkeiten kommen. Du verspürst auch eine gewisse Leichtigkeit, betrachtest viele Dinge spielerisch oder lernst du das momentan. Bald ändert sich etwas, weil du übergehst in die nächste Phase, in die nächste Periode, und das ist die Tierkreiszeichen Krebs. Und dann lebst die Krebsenergie in die kommenden Jahren, wo für dich wichtig ist, ein Zuhause zu haben. Du hast auch dieses Bedürfnis nach Ruhe und möchtest diese Zurückgezogenheit. Oder du veränderst etwas in deiner Wohnsituation. Du suchst auch deinen Platz im Leben und du entdeckst deinen inneren Tempel. Das ist auch die Krebsenergie. Nicht nur du bewegst dich, sondern Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich auch. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Und diese Bewegung löst etwas im Horoskop aus. Die schnelleren Planeten wie Merkur oder Venus, sie wirken mehr im Alltag. Natürlich können die auch schicksalhafte Ereignisse auslösen, aber sie kommen wieder, weil sie bewegen sich schnell und nicht jedes Mal haben wir schicksalhafte Veränderung. Wo aber wirklich ändert sich in unserem Lebensweg mal grundsätzlich etwas, das sind die langsamere Planeten. Und genau das schauen wir an. Nach westlichen Astrologie, ich muss betonen, die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders und ich stehe zu diesem System. Aber ich habe das versprochen, auch westliche Horoskope zu deuten, und das vermittle ich auch. Aber für mich spricht mehr die anderen Berechnung ab. Aber das ist meine persönliche Meinung. Wir schauen mal, so wie die westlichen Astrologie das vermittelt. Januar 2019. Ich starte mit Pluto, das ist der letzte Planet in unserem Sonnensystem. Pluto befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock am Januar. In deinem Horoskop ist die Steinbock eingesperrt. Die Pluto gibt dir die innere Kraft, davon zu befreien.
Und hier handelt es sich um deinen Werten und um die Finanzen. Sei von dir überzeugt und konzentriere auf den Wesentlichen. Und alles loslassen, verabschieden, trennen, kündigen, all das, was dein Kraft raubt oder dein Finanzen raubt. Ich möchte das nicht behaupten, aber hier brauchst die Achtsamkeit auf die Finanzen kümmern. Also konzentriere auf die Wesentliche, auf deine Finanzen, weil das sollst bei diesem Pluto-Einfluss befreien. Aber vor um Geld geht, der erste Schritt immer deine Werte, die Selbstwertgefühl. Und das ist jetzt die wichtigste und das gibt dir die inneren Kraft. Und dann befreit sich das alles. Dann folgt Neptun. Neptun befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Neptun zeigt die Fantasie, die Träume, die Visionen. Neptun fühlt sich wohl im Fischen, weil Neptun herrscht über die Tierkreiszeichen Fischen. Und das wirkt in dein dritter und vierter Lebensbereich. Aktiviert jetzt zurzeit diesem Lebensbereich. Uranus ist im Widder und bringt dir unerwartete Ereignisse, Umbrüche und Veränderungen. Wo erlebst du das? Das ist der fünfte Lebensbereich, weil nach westlichen Berechnungen befindet sich Uranus im Grenzbereich zwischen Widder und Stier. Und nach westlichen Berechnung übergeht Uranus dann im Stier. Also wirkt dann fünfter und sechster Lebensbereich. Wieder hier die Stierenergie befreien. Saturn ist der Planet der Schicksal. Saturn ist im Tierkreiszeichen Steinbock. Lenkt dein Schicksal. Handelt sich wieder um deinen Werten und wieder befreit zu sein. Fühl dich nicht eingeengt, sondern steh zu deinen Werten, vermitteln das, fühl dich frei. Jupiter bringt Glück. Jupiter befindet sich im Schütze und wirkt auf deine Persönlichkeit und bringt Glück in die Finanzen. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Widder. Also hier musst du dich behaupten. Kann aber auch bedeuten bei Mars-Energie, dass hier hast du eine Begegnung mit einer männlichen Person und du sollst das auch genießen, die Lebensfreude auch zulassen. Venus ist die weibliche Energie, aber hat einen Einfluss auf die Liebesleben. Venus ist im Schütze. Das kann bedeuten, dass du achtest gerade auf dein Aussehen und gibst Geld aus für Schönheit. Merkur bringt Handlungen, Kontakte, Kommunikation, Gespräche, kann auch um Verträge handeln. Merkur wirkt hier im Steinbock. Also fühl dich nicht eingesperrt oder klein gehalten, sondern sprich das an, was zu dir zusteht und steh zu deinen Werten. Sonne ist auch im Steinbock, das heißt, hier fließt die Lebensenergie im zweiten Lebensbereich. Die Mondphasen. Ein Neumond ist wichtig, zurückziehen, nachdenklich zu sein, über etwas meditieren, die Klarheit in unserem Inneren suchen, aber auch finden, eine gewisse meditative Haltung. Die Thema ist immer das, in welchem Lebens-, welchen Tierkreiszeichen dieser Neumond befindet. Bei Widder wäre das Neuanfang, bei Stier wäre das Geld, Werte, bei Zwilling wäre das Kontakte, Schulungen, Kommunikation und so weiter.
Und immer in diesem Lebensbereich, wo gerade dann in Horoskop das befindet. 27, also Neumond, genau, ich muss das erklären, die Mondphase. Also Neumond immer Rückzug, Nachdenklichkeit, meditative Haltung. Vollmond ist wichtig, den Weg zu beleuchten, die Wahrheit finden oder etwas ins Licht zu bringen. Oder wird dieser Lebensbereich, wo gerade dieser Vollmond stattfindet, beleuchtet und sagt dieser Vollmond, das ist jetzt gerade wichtig. Schau mal dahin, öffne dein Auge in die Richtung. Ein Halbmond ist schön, aber immer Spannung. Und dann brauchen wir die inneren Gleichgewicht, auch die Ruhe. Ein Halbmond löst Nervosität und Unsicherheit aus. 27. Januar ist Halbmond in Skorpion. Februar 2019. Mars übergeht in Tierkreiszeichen Stier. Da brauchst du die Kraft, dich zu behaupten. Kann auch bedeuten, dass du hier Verbindung hast zu einer männlichen Person. Sonne befindet sich in Wassermann. Das ist die Monatsthema. Hier fließt die Lebensenergie. Und Venus befindet sich im Steinbock. Hat mit deinen Werten was zu tun, kann auch bedeuten, dass du hier ein bisschen eingeschränkt fühlst und möchtest Geld ausgeben für etwas Schönes, aber deine Finanzen sind etwas beschränkt. Fühlte dich aber frei. Merkur ist in Tierkreiszeichen Fischen. Hier hast du die Kontakte, Gespräche oder kommt eine Nachricht. 4. Februar ist Neumond im Wassermann, 12. Februar ist Halbmond im Stier, 19. Februar ist Vollmond im Jungfrau, 26. Februar ist Halbmond im Schützen. Venus ändert sich, Sonne ändert sich, Merkur ändert sich. Uranus übergeht in Tierkreiszeichen Stier. Das löst was aus, weil hier kommen die Umbrüche und Veränderungen. Und das ist die Alltag oder deine Arbeit. Sonne ist im Tierkreiszeichen Wassermann. Hier fließt die Lebensenergie. Merkur ist in Fischen. Achso, das war Februar. Oh, ich habe einen Monat jetzt übersehen. März sind wir. März 2019. Das heißt, Sonne ist in Tierkreiszeichen Fischen. Hier fließt die Lebensenergie, ist für dich die Monatsthema. Dein Zuhause oder Rückzug, damit du in diesem Kraft, in diesem Lebenskraft bleibst. Venus ist im Wassermann. Hier hast du Glück in die Liebe, Partnerschaft. Kann auch bedeuten, dass du mit einer weiblichen Person Kontakt hast durch Internet oder hast du Kontakt bei Verwandten, Nachbarn mit einer weiblichen Person. Und März befindet sich Merkur in Fischen. Also hier hast du die Gespräche, Kontakte. Bei Merkur Energie kann das auch um Verträge handeln und das betrifft deine Wohnsituation. Eine Rückläufigkeit bedeutet, dass das gebremst ist, geht nichts voran. Aber eine Rückläufigkeit kann auch bedeuten, Vergangenheit, jemand kehrt zurück von die Vergangenheit oder ein Thema ist wieder da, was wir schon in Vergangenheit erlebt haben. 6. März wird
Merkur rückläufig bis 29. März. 6. März ist Neumond in Fischen, 14. März ist Halbmond in Zwillingen, 21. März ist Vollmond im Waage, 28. März ist Halbmond im Steinbock. April. Sonne Merkur ändert sich. Uranus bleibt ganzes Jahr im Stier. Mars ändert sich und Venus ändert sich. Das sind die schnell bewegenden Planeten und natürlich Sonne jeden Monat. Und das heißt, April, Sonne befindet sich im Widder. Das ist die Monatsthema und das wäre für dich bedeuten, Kinder, dein inneren Kind und Heilung. Mars befindet sich in Zwillinge. Das ist eine männliche Person und hier im Zwillinge hast mit Partnerschaft was zu tun. Mars haben wir, Merkur und Venus ist im Tierkreis, Zeichen Fischen. Das kann bedeuten, du verschönerst etwas zu Hause. Oder machst du einfach gemütlich und liest du ein Buch und das ist für dich schön. Kann auch bedeuten, dass du mit einer weiblichen Person Gespräche hast und hast du einen Besuch von jemand. 11. April wird Jupiter rückläufig. 25. April wird Pluto rückläufig, 30. April wird Saturn rückläufig. 5. April ist Neumond im Widder, 12. April ist Halbmond im Krebs, 19. April ist Vollmond im Waage, 26. April ist Halbmond im Wassermann. Mai. Schauen wir, was sich ändert. Merkur, Venus, Sonne auf jeden Fall. Mars auch. Mars übergeht im Krebs, aber immer noch im 7. Lebensbereich, wirkt auf die Partnerschaft. Dann Sonne, Merkur, Venus ist im Stier. Das kann für dich eine Art Befreiung sein, dass du endlich diese Stierenergie lebst, das Leben zu genießen, weil das würde dich wirklich befreien. Und da fließt die Sonnenenergie, deine Lebenskraft, kommst zum Gespräch mit einer weiblichen Person oder du lebst deine Weiblichkeit und mit Merkurenergie heißt, dass du Kontakte hast, kann auch bedeuten ein Arbeitsvertrag. 4. Mai ist Neumond im Stier, 12. Mai ist Halbmond im Löwe, 18. Mai ist Vollmond im Skorpion, 26. Mai ist Halbmond im Fischen. Jetzt Juni. Sonne, Merkur, Venus, Mars, die ändern sich, die langsamere bleiben. Sonne und Venus ist im Zwillinge. Und das hat einen Einfluss auf deine Partnerschaft. Gerade bei Venus-Energie geht es um die Liebe und Merkur-Mars im Krebs hat auch einen Einfluss auf deine Partnerschaft. Also die beiden Liebesplaneten sind im Partnerschaftsbereich. Bei Merkur geht es um Gespräche. Am 22. Juni ist Neptun rückläufig.
3. Juni ist Neumond in Zwillingen, 10. Juni ist Halbmond im Jungfrau, 17. Juni ist Vollmond im Schütze, 25. Juni ist Halbmond im Widder. Juli. Mars, Merkur, Sonne, Venus. Das heißt, Juli befindet sich Sonne und Venus im Krebs. Immer noch wirkt auf den Partnerschaftsbereich und befindet sich Merkur und Mars im Löwe. Bei Merkur-Energie handelt es sich um Kontakte, Gespräche. Bei Mars-Energie kann bedeuten, dass du dich durchsetzt, sprichst etwas direkt an. Aber kann auch bedeuten, Mars als Mann, ja, männlichen Energie. Und hier hast du eine Reise, entweder planst du eine Reise oder machst eine Schulung, kann auch bedeuten eine innere Reise, kann auch Fremdsprache bedeuten oder eine männliche Person aus Ausland oder du fährst mit deinem Partner im Ausland. 8. Juli ist Merkur rückläufig. 2. Juli ist Neumond im Krebs. 9. Juli ist Halbmond im Waage, 16. Juli ist Vollmond im Steinbock, 25. Juli ist Halbmond im Stier. August, Sonne, Venus auf jeden Fall, Merkur, Mars ändert sich auch. Sonne, Merkur, Mars und Venus, alles ist im Löwe. Hier fließt die Energie, Ausland, Reisen, Auslandskontakte, kann auch Bildung sein. 2. August wird Merkur direktläufig. 12. August wird Jupiter direktläufig. 12. August wird Uranus rückläufig. Da bremst etwas in deinen beruflichen Veränderungen, beruflichen Situation oder kehrt etwas zurück von Vergangenheit. 1. August ist Neumond im Löwe, 7. August ist Halbmond im Skorpion, 15. August ist Vollmond im Wassermann, 23. August ist Halbmond in Zwillingen, 30. August ist Neumond im Jungfrau. September. Sonne, Merkur, Mars und Venus, alles ist im Jungfrau. Die ganze Energie fließt hier nach oben, wo die Krone ist, und da brauchst du Anerkennung oder verlangst du Respekt, aber bedeutet auch, du suchst deine wahre Berufung oder lebst du deine wahre Berufung. September passiert etwas Wichtiges. Saturn beeinflusst unserem Schicksal. Saturn ist bis September rückläufig, bremst etwas. Und ab 18. September wird Saturn direktläufig, ändert sich die Richtung. Endlich bewegt sich etwas nach vorne und das hat einen Einfluss auf deine Werte, auch auf die Finanzen. Und hier gerade in diesem Zeitpunkt bekommst du Anerkennung, Respekt, Ansehen. 6. September ist Halbmond im Schütze, 14. September ist Vollmond in Fischen, 22. September ist Halbmond in Zwillinge, 28. September ist Neumond im Waage. Oktober.
Sonne, Mars im Waage. Wichtiger Thema ist Waage-Thema und das heißt inneren Gleichgewicht oder Gerechtigkeit oder liebe Partnerschaft. Und hier die männliche Person, auch die ganze Lebensenergie, kann bedeuten, dass du mit deinem Partner dich anmeldest, zum Beispiel in einem Verein oder bist aktiv in einer Gruppe. Kann auch bedeuten, dass hier im Freundeskreis, Bekanntenkreis oder bei sozialen Kontakten mit einer männlichen Person dich begegnest. Kann auch bedeuten, du musst dich hier durchsetzen. Merkur und Venus ist in Skorpion. Und das ist sehr wichtig zu beschreiben, weil hier sind die Geheimnisse. Und das ist bei Venus-Energie bedeutet Geheimnisse über die Liebe oder die Geheimnisse einer Frau. Und bei Merkur-Energie handelt es sich um Gespräche. Und das heißt, entweder jemand erzählt ihren oder seinen Liebesgeheimnisse. Kann auch bedeuten, dass du dein Privatleben in Verborgenen halten sollst. Dieser Platz zeigt auch die geheime Feinde. Kann natürlich bedeuten, dass eine oder mehreren weiblichen Personen über dich reden, hinter deinen Rücken, dass du Neider hast oder geheime Feinde. Wichtig ist über Privatleben schweigen. Aber kann auch bedeuten, dass jemand das dir anvertraut, aber auch achtsam sein, weil das kann auch bedeuten, dass jemand hinter unserem Rücken was erzählt. 4. Oktober wird Pluto direktläufig. 5. Oktober ist Halbmond im Steinbock. 13. Oktober ist Vollmond im Widder. 21. Oktober ist Halbmond im Krebs, 28. Oktober ist Neumond in Skorpion. November Sonne, Merkur, Mars ist im Skorpion. Wieder die Geheimnisse. Gesprächen in Geheimen, diesmal handelt es sich um männliche Person oder über einen Mann. Und achte darauf, dass hier schweigst, weil wenn du deinen Geheimnisse erzählst und die Merkur-Energie zeigt die Kommunikation, dann kommt die Sonnenkraft dazu, das wird weitererzählt, in Öffentlichkeit getragen, es kommt ins Licht. Kann auch bedeuten, dass eine männliche Person sucht die Kontakt und das soll im Geheimen bleiben. Aber bedeutet auch diese Position, dass du kraftlos fühlst und brauchst schlicht einfach einen gewissen Rückzug, damit du in Kraft in deiner Lebensenergie bleiben kannst. November befindet sich Venus im Schütze. Und das bedeutet weder deine weibliche Energie zum Leben oder ändert sich etwas in dein Aussehen, ein neuer Haarschnitt oder neue Kleider. Also achtest auf die Schönheit. Zwischen 1. und 20. November ist Merkur rückläufig. Ab 21. November wird Merkur direktläufig. 28. November wird Neptun direktläufig. 4. November ist Halbmond im Wassermann. 12. November ist Vollmond im Stier. 19. November ist Halbmond im Löwe. 26. November ist Neumond im Schütze. Dezember
Jupiter übergeht im Steinbock. Achte auf deine Werte und dass du dich befreit fühlst. Jupiter möchte dich vergrößern. Sonne, Merkur ist im Schütze. Du hast hier wichtige Gespräche, bist auch wahrgenommen. Die Sonne zeigt dir die Glanz. Schütze gehört zu deiner Persönlichkeit. Aber Schütze wirkt auch auf deine Finanzen, auch auf deine Werten. Das kann hier auch um die Verträge handeln. Mit Jupiter-Energie im zweiten Lebensbereich hast du auch Glück, die Finanzen zu verbessern. Mars ist im Skorpion. Entweder musst du dich durchsetzen, weil du Neider hast oder Feinde hast. Muss nicht sein. Kann auch bedeuten, dass du einfach Kraft brauchst und benötigst dieser Rückzug, weil fühlst du dich überfordert, kraftlos und brauchst einen gewissen Rückzug, damit du in Kraft bleiben kannst. Kann auch bedeuten, dass du Feinde hast und musst du dich behaupten, Kraft zeigen, dich durchsetzen. Kann auch bedeuten, eine Begegnung mit einer männlichen Person, und das ist alles im Verborgenen. Venus befindet sich im Steinbock. Fühlst du dich befreit als Frau? Nicht vergessen, die Steinbock ist eingesperrt und Venus aktiviert diesen Bereich. Fühlst du dich als Frau auch wie befreit? Und das kann auch mit deinen Finanzen auch etwas zu tun haben. Du möchtest gerne etwas Schönes für dich kaufen. 4. Dezember ist Halbmond in Fischen, 12. Dezember ist Vollmond in Zwillingen, 19. Dezember ist Halbmond im Jungfrau, 26. Dezember ist Neumond im Steinbock. Liebe Noala, das war diese Jahreslegung. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.